Wie wird ein Unternehmen herausragend zum Wahrzeichen einer Region, einer Branche, eines Wirtschaftszweiges? Zu den Wahrzeichen, auf das alle stolz sind. Nachhaltig an der Spitze, mehr Umsatz, mehr Liquidität, mehr Stabilität. Erreichen Sie auch solche Wachstumssprünge? Natürlich nicht, denn entscheidend sind ja jeweils die Wachstumsbedingungen im Einzelfall. Was wir jedoch regelmäßig zuverlässig sicherstellen können, ist, dass wir die Erwartungen der Beteiligten deutlich übertreffen. Denken Sie nur das Beispiel der IKB. Dort hätte niemand angenommen, dass wir innerhalb von 3 Monaten die Akquisitionsanzahl um mehr als 100% steigern konnten. Und von daher gilt, solche Wachstumsprozesse beflügeln, solche Wachstumssprünge beflügeln, nicht nur von den Ergebnissen, sondern auch von der Motivation her. Diesen Weg zur nachweislichen Unternehmenswertsteigerung weist die Equity-Strategie von Alexander Christiani und Frank Scheelen auf. Mit dem neuen Unternehmen Christiani und Scheelen und Sie sehen wir das Dienstleistungsunternehmen, um unsere Kunden bei nachhaltiger Expansion und Performance-Steigerung zu begleiten. Hier haben wir vor allen Dingen 45 Jahre Erfahrung zwischen Alexander Christiani und meiner Person gebündelt und das in einem 5-stufigen Entwicklungsprozess zusammengestellt. Das wird mit einem 6-stufigen Nachhaltigkeitscoaching dann ergänzt und somit können wir Unternehmen langfristig begleiten bei ihrer Wertsteigerung. Wir haben Ende 2009 haben wir begonnen mit Vertriebstrainings. Wir haben den kompletten Verkaufsprozess abgebildet in den Trainings. Das fing an mit der Telefonakquise, ging dann über das Empfehlungsmarketing und auch Sprachmuster hinterher in den Verkaufsgesprächen. Und wie das ja immer so ist, wenn Sie Fähigkeiten, Know-how vermitteln, dann heißt das ja lange noch nicht, dass sich das auch dementsprechend in das Verhalten überträgt. Und da setzt dann Herr Christiani an mit seinem Umsetzungscoaching und da haben wir wirklich also tolle Ergebnisse erzielt. Wir haben die Marktpräsenz, die Terminquote nachhaltig, und das ist also ganz wichtig, um 35% gesteigert. Mal in Zahlen zu sprechen, wir haben in den letzten 5 Monaten haben wir roundabout 1500 Nettokontakte bei Kunden realisiert und haben 430 Termine vereinbart. Und ich denke, das ist eine beachtliche Zahl. Absolut professionell, kompetent und praxisorientiert. Wir haben heute 320 Mitarbeiter an 6 Standorten und ein Unternehmen, das einen dermaßen schnellen und starken Wachstum von der reinen Tätigkeit, aber auch über das Personal erfährt, muss eine kontinuierliche Führung, Führungsbegleitung und Führungsentwicklung haben. Wir haben eine Unternehmensentwicklung, die etwa 25% Umsatzsteigerung pro Jahr erreicht. Der Schlüssel meines Festhaltens an Scheelen, der Schlüssel meines Festhaltens an dieser Methodik ist, erst wer sich selbst richtig einschätzt, kann einen anderen richtig einschätzen und wird erfolgreich.